Kutscher, Alkohol im Dienst oder was? Wer sagt, dass ich im Dienst bin? Na, ich bin auch im Dienst. Machst du mir mal ein Wasser bitte und ein Bier? Geht auf Haus. In Beirut wollen die Ermittlungen einstellen. Glück gehabt, Toni. Was hat das mit Glück zu tun? Ja, ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der Leiter der zuständigen Behörden mit Nachnamen Karami heißt, oder? Wie dem auch sei, du hast gewonnen, Toni. Bist du deswegen hergekommen oder weil das Bier so gut schmeckt? Ach, wegen deinem Bier. Ich komme immer wegen deinem Bier. Ist gutes Bier, oder? Ja. Schwäbisch. Tübingen. So siehst du aus. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich spüre, ich habe dasselbe Problem. Es ist zu viel los im Kopf. Ja, du musst deinen Kopf in Ordnung bringen. Ganz einfach. Weißt du, immer wenn ich einen Verbrecher fange und einsperre, habe ich das Gefühl, wieder was in Ordnung gebracht zu haben in meinem Kopf. Aber letzten Endes geht die Unordnung weiter. Und ich kann nicht aufhören. Respekt. Nicht jeder Mensch versteht sowas. Aber du verstehst das. Ja. Du weißt, wie das ist, wenn man nicht aufhören kann. Ja. Man jagt und jagt und läuft und läuft. Aber letzten Endes drehst du dich immer nur im Kreis. Und die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben, die schiebt man auf. Und dann kommt der Punkt, wo dir dein Arzt mitteilt, dass jetzt zu spät ist für die wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Uhr abgelaufen ist. Weißt du, was der Hurensohn mir gesagt hat? Ich soll aufhören zu rauchen. Ganz ehrlich, der verdammte Hurensohn hat recht. Wenn du nicht aufhörst zu rauchen, dann kann sie mich nicht mehr jagen. Ja. Ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht sollte ich aufhören mit der Scheiße. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, Ordnung machen zu wollen. Ganz ehrlich, Kutscher. Du musst mal dein Leben leben. Denk mal mehr an dich. Kutscher. Bitte hör auf diesen verdammten Hurensohn. Ich wäre echt traurig, wenn du gehen würdest.